Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Brutal Doom 2. Wir sind auf Map 21 namens Nirvana, wie man sich so schön sehen kann. Zwei Teleporter, dieser ist böse, ich gehe mal in diesen hier und hoffe auf die richtige Entscheidung. Pinky, da habe ich auch was gehört. Noch mehr Pinkies, au. Und natürlich auch haufenweise Marines, so wie ich das so gehört. So, nehmen wir mal das Sturmgewehr. Wobei die eigentlich nur Schrotmunition fallen. Das ist natürlich total dämlich. Ja, da ist noch einer. Ihr habt hier doch irgendwo ein Nest, oder? Wir haben noch 31 Lebenspunkte, aber... kann ich Abhilfe schaffen, denn hier liegen ja ein paar. Was gar nicht so schlecht ist. So, ich sehe schon, das ist ein großer Kreis. Hey! Aua! Das waren 64 Lebenspunkte, die ich jetzt verloren habe. Schluckmunition. Schalter, es geht hier die Bahn runter. Okay, das ist wirklich nur dieses Gekreis. Au! Bin ich da gerade auf die Leiche gestiegen und die hat's zerfetzt? Wirklich? So, man malt sich hier ein Treppchen. Die erste Stufe kann man absenken. Mal noch mal einen Speicher, denn ich habe fast kein Lebensenergie mehr. Und dann sehen kann ich wieder Bunker. Thank you, Bastards. So, einer ist tot. Das ist schon mal super. Ihr werdet jetzt gleich auf mich schießen. Ja, genau. Ah, die springen genau rein. Das hätte jetzt so gut funktionieren können, ich sag's euch. Wir haben jetzt 36 HP im Moment. Ich geh nochmal ganz fix zurück und hol mir noch eins. So, dann haben wir wieder 100 HP. Ja, die Impel springen wir natürlich nach. Vielleicht gar nicht so blöd, was ich jetzt mache. Das ist nämlich sehr, sehr praktisch. Natürlich nicht so praktisch ist es, in den Feuerball reinzulaufen, das gebe ich zu. So, wir laden das mal durch und wir greifen wieder zur Pampe. Das hat nämlich sehr gut funktioniert auf Entfernung. Dem Zeug immer auszuweichen ist ziemlich schwer, weil die auch immer so blöd schießen. Der Schuss ist immer ein bisschen versetzt. Das mag ich überhaupt nicht. Das letzte Schüsse? Nee, wirklich nicht. So, zwei Teleports. Ich geh mal in den. Okay, ich bin in einer kleinen Box. Ja! Yeah. Ich hätte vorher gucken sollen, wie viel Schuss ich noch habe für die Gatlinger. Mit 12 Kugeln komme ich natürlich nicht so weit. Ah, die machen so viel Schaden, die Kerle. Ja, bin ich wieder tot. Da muss ich nochmal zurück und Medipack holen, das hilft alles nichts. So. Mal zurück, hier wieder. Ich könnte mir aber auch den Rocket Launcher holen, fällt mir gerade auf. Das werde ich jetzt auch mal machen. Genau, dann falle ich hier runter. Was habe ich denn noch so an... Munition und Waffen, was sind das überhaupt? Mancubus, Uzi, Kettensäge. Nee. Das ist so blöd, du gehst halt durch und hast da gleich eine sitzen, weil du den Typen nicht siehst. Ja, da bin ich tot. Ich geh mal hier durch. Da bin ich wieder hier. Okay, ich hab ein Problem.
Quentin ein Problem habe. Ich muss hier also da. Moment mal, hier ist ein Schalter. Hier ist noch ein Schalter. Ah, da komme ich jetzt zurück. Sexy. Macht die Zeit natürlich umso einfacher. Nee, das wird nix. Das wird absolut nix. Jetzt bin ich hier wieder reingelaufen. Das war jetzt wieder auch intelligent für mich. Wie soll ich denn das machen? Ich probier mal die Gnade aus, was immer das für eine ist. Ich hab halt einfach keine Ahnung. So. Muss ja irgendwie gehen. Oh, Moment, da kommt der erste Ander. Der mich halt immer wieder erwischt. Das war gerade. Boah, ist das für ein Raum! Was war denn das bitte? Was ist das wieder für eine Waffe? Ach, eine Railgun! Sauber, gibt's das auch noch? Das ist doch cool. Da, geh mal weg. Ist auch mal weg. Du sowieso. Ah, ich habe nur noch 15 Hitpoints. Boah. Ich will das Ding, ich will das Ding. Es sind die Waffen, die man doppelt gelegt? Kann das sein? Hier ist nix. Ich hab sogar einen Granatwerfer und weiß nichts davon. Plasma und Railgun? Ha! Das finde ich jetzt erst raus. Das ist hier auch nicht schlecht. Wie komme ich jetzt darüber? Oh, hat sich was gebeamt, ich hab's gehört. Ich würde da gern irgendwie mindestens 4 haben. Geht anscheinend nicht. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Was habe ich da jetzt eigentlich? Ah, die gelbe Keycard. Ja, sieht ganz danach aus, als würde ich die da drinnen brauchen. Ja, weil die Leute, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. So, da bin ich wieder. Ich musste mir ganz kurz das Näschen pudern. Au, 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 au. Nein, ich habe nicht gespeichert, ich Idiot. War der gute Zack wieder intelligent. Sehr, sehr intelligent. Gut, wir wissen ja jetzt, wie wir es machen müssen sollen. Oder auch werden. Da, komm her. Ja. Da haut's mich gleich selber weg. Mann, jetzt kann ich das nochmal machen, weil es auch nirgendwo Munition gibt für mein gutes Sturmgewehr. Grafikfehler, nett. Da habe ich nur 12 Schuss, das bringt mir überhaupt nichts. Was aber viel, viel interessanter wäre, was ist der Schalter hier eigentlich? Macht doch überhaupt nichts, oder? Ah, der Kerl nervt. Du hast immer eine Sitze, wenn du gleich durchkommst. So, Schotti ist zu langsam. Das haben, wissen wir, das habe ich schon gehört. So, ich hole mir jetzt das, switch auf die Railgun, mach die Pellkartoffeln da weg. Und spring hier wieder durch. Ah. Praktisch, wenn die alle einzeln kommen. Zweimal in einem Schuss. Ja, jetzt schieße ich vorbei auch noch. Da, komm her. So, ich will jetzt auf jeden Fall das Ding, ja? Dann komme ich wieder ein bisschen Munition. Wie komme ich da drauf? Man weiß es halt nicht. Vielleicht ist das der Schalter hier. Ja, es ist der Schalter. Jawohl.
Lives 4, 200 Rüstung und 200 Lebenspunkte, die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Das sollte mir den nächsten Abschnitt deutlich einfacher machen. Denn jetzt muss ich wieder hier rein. Und ich nutze jetzt die gelbe Barrikade einfach aus Deckung. Oder auch nicht. Ja, ist so eine Offensive, ist die beste Defensive. Ah, ich musste aus dem... auf den Gatling gehen. Nein, erwischt mich diese blöde Mancubus. Das erwischt dich immer irgendwas in dem Raum. Aber wie viele einfach mal drin rumstehen würden auf den ganzen Plateaus. Mit dem Raketenwerfer kann ich nicht durchballen, da spreng ich mir selber die Beine weg. Das ist schlecht. Yep. Auf jeden Fall brauche ich noch eine Blei-Kicker. Ja, da vorne ist eine Blei-Tür. Ihr sitzt da vorne rechts. So, wir sind schon mal... Vorne ist noch ein... Im... So, jetzt habe ich da mal ein bisschen meine Ruhe. Mal jetzt hier nochmal den Kriegsperr, oder? So. Sind sie alle? Blöden Mancubus. Da vorne erwische ich auch nicht. Oh, der schießt doch nicht. Oh, sind da viele unten. Ja, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Das ist jetzt die gute Frage. Wenn ich da jetzt vorne gehe, rechts sind die ganzen Chain-Gunner. Das ist natürlich kontraproduktiv. Erstmal den wegmachen, pack ich mal die Ray-Gun aus. Wow, Ram, die Railgun verbraucht gleich 10 Aufladungen im Plasma. Das ist schon immens viel. Wisst ihr was? Ich komme jetzt runter zu euch. Das war jetzt vielleicht die falsche Entscheidung, aber das ist mir egal, denn. Gibt's 100 pro irgendwas hier? 100%, wie gibt's das? Oder auch nicht? Oh, das war sinnvoll, dass ich hier runtergehe. Ja, Gatling Gun. Treffe ich da überhaupt irgendjemanden da vorne? Sieht aber ganz gut aus. Ey, war ein Explosivfass. Da wäre so viel Gatling-Munition und ich komme nicht hoch. Hopp, nächster Anzug, bevor ich drauf gehe. Komme ich da jetzt wieder rauf? Ah! Der lässt sich absenken. Gott. So, ich nehme mal rüber. Ich brauche immer noch den Bleikart. Ach Mist. Und eine rote Keycard brauche ich auch noch.
doppelt versperrt. Moment, die rote liegt hier vorne. Ja, dann kann ich das absenken. Rote liegt da drauf. Also Gatling-Munition. Habe ich wieder 330, das ist super. So, ich nehme hier drauf. Da vorne ist ein Souls 4 für Unverwundbarkeit. Stimmt auch irgendwann mal praktisch. Ah, da komme ich nicht rüber. Oh. Der geht auch runter. Der geht auch runter. Der geht runter. Okay. Da ist die Flagkicker. Ja, der Rätsel. Na, der Rätsel. Der Level ist zwar ziemlich klein, wenn man sieht, aber er hat es irgendwie. So, jetzt müsste ich eigentlich zum Exit können. Blau, rot. Ja, hier ist das Exit. Alles getötet, alle Secrets, aber nicht alle Items mitgenommen. Und jetzt gehen wir in die Katakomben. Wow, das sieht romantisch aus. Aber liebe Leute, was in den Katakomben auf uns lauert, das erfahren wir erst in der nächsten Folge von Brutal Doom 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage immer, stay tuned and so long.